Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Leberkrebs, das ist wie jede Krebsdiagnose natürlich ein Schock für die Betroffenen. Hoffnung macht allerdings der medizinische Fortschritt. Es hat sich sehr, sehr viel getan in den vergangenen Jahren. Denn galt Leberchirurgie lange als sehr, sehr herausfordernd und war oft mit Komplikationen, teilweise auch mit einem tödlichen Ausgang leider verbunden. So sind die Eingriffe längst sehr, sehr viel sicherer geworden für die Patienten. Darüber und über Innovationen wie ein 3D-Lebermodell wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich sehr auf einen renommierten Experten. Professor Dr. Karl Oldhafer ist da. Er ist Chefarzt der Klinik für Leber-, Gallengangs- und Pankreaschirurgie an der Asklepios-Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören bei dieser digitalen Sprechstunde. Ja, fangen wir mal ganz vorne an, ne? Ja. Lebertumoren, ich glaube, man unterscheidet zwei große Gruppen. Mhm. Ist das richtig? Das ist richtig. Es gibt so zwei große Gruppen. Die eine Gruppe besteht aus den primären Lebertumoren. Also das sind Tumore, die auch in der Leber entstehen. Mhm. Also aus Leberzellen, aus Gallengangszellen, die in der Leber sich befinden. Ja. Wenn die entarten, entsteht ein primärer Lebertumor. Krebs. Und wie entstehen die? Gibt es da Risikofaktoren? Ja, es gibt zum Beispiel Hepatitis, ja, ist ein Risikofaktor. Es gibt auch die Fettleber, neigt dazu leider inzwischen auch. Fettleberhepatitiden machen auch haben ein höheres Risiko, einen Tumor zu entwickeln, ja, in der Leber. Ja. Ja. Und dann die zweite große Gruppe sind die Metastasen. Ja. Die, also Metastasen vom Dickdarmtumor oder vom Nierenzelltumor. Die meisten Metastasen, die wir sehen, die wir auch behandeln können, kommen vom Darmkrebs. Vom Darmkrebs. Das sind also meist eben Patienten, die daran, ja, leiden. Es haben sich, ja, Tochtergeschwulste gebildet. Genau. Und dann kommen die Patienten zu Ihnen. Ja. Wie viele sehen Sie in Barmbek? Wie viele Patienten? Wir sind spezialisiert auf Lebertumore. Wir sehen, ja, dadurch eine ganze Menge. Also wir machen ungefähr 200 Leberoperationen im Jahr. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und wir sehen natürlich mehr, weil nicht jeder Patient leider auch ein OP-Kandidat ist. Sehen wir so ungefähr so 300 Patienten jedes Jahr, die an Lebertumoren leiden. Okay, Sie sagen ja schon, nicht jeder ist ein Kandidat für einen Eingriff, für eine Operation. Hm. Wer ist denn dafür qualifiziert? Ja, es gibt so zwei sagen wir, Einschätzungen. Die eine Einschätzung ist, ob es Sinn macht, bei einer Krebserkrankung überhaupt an der Leber zu operieren. Also wenn jemand noch Hirnmetastasen hat, Knochenmetastasen hat, okay, dann sind wir in der Chirurgie nicht in der Lage, dort eine Heilung oder eine Prognoseverbesserung zu erreichen. Das heißt, die Prognose ist ohnehin dann leider sehr schlecht, ja, sodass der Eingriff, ja, auch ein, ja, zu hohes Risiko, genau, dann ist. Es ist auch eine systemische Erkrankung und der Patient, die Patientin braucht dann natürlich eine systemische Therapie, eine Immuntherapie oder eine Chemotherapie. Patienten, die ein lokales Problem haben, also im Prinzip nur auf der Leber sich das Problem konzentriert, das sind dann unsere ideale Kandidaten, die wir auch mit einer Operation auch teilweise auch heilen können oder, ja, zumindest die Prognose verbessern können. Das ist ja schon mal sehr viel wert natürlich, ja, bei dieser, ja, Erkrankung. Und man muss sagen, die Leber hat ja eine besondere Fähigkeit, ja, im Vergleich zu anderen, ja, Organen. Sie kann nämlich ja nachwachsen. Ja. Das kann ja, ja, sonst sozusagen das, kein Organ. Das sind wenige Organe, die das können. Die das können. Ja. Ja. Und das kann man sich natürlich als Chirurg zu, ja, zunutze, ja, machen. Ja. Wie tun Sie das? Das machen wir. Man muss der Leber einen Wachstumsreiz geben, damit die Leber wächst. Sonst so ein Incentive, ja, dass sie wieder wächst. Genau. Ja. Genau, das macht man, indem man ihr etwas Durchblutung wegnimmt an einem gewissen Teil. Sozusagen. Ein Teil, den man wachsen lassen möchte, den lässt man intakt. Ja. Und den Bereich, der auch anschließend entfernt werden muss, dort drosselt man die Durchblutung der Leber. Und dadurch bekommt das Organ einen Wachstumsreiz, ja, und wächst dort, wo die Durchblutung gut ist. Ah, okay. Also und der das, gute Teil. Der, genau. Der wird angeregt zu wachsen und das geht auch relativ schnell. Ja. Das ist erstaunlich und es ist immer ein Wunder, finde ich. Ja. Wieder echt ein Wunder. Was heißt denn relativ schnell? Ja, also man schafft sowas teilweise in 4 Wochen, dass wir das Volumen signifikant vergrößern innerhalb von 4 Wochen, 5 Wochen. Ein Wachstum von teilweise 80-90% bekommen in diesem Teil, was wachsen muss. Und man bekommt dann ein Ausgangsvolumen, was dann sozusagen uns erlaubt, in der Leberchirurgie Operation durchzuführen. Ah, okay, das ist sehr interessant. Also der Hintergrund ist, man darf nicht zu viel wegnehmen, damit der Patient nicht in ein Leberversagen kommt. Das richtig heißt, man braucht ein gewisses Volumen. Mhm. Das ist bei also ungefähr 30% sollte man schon dann haben,
bei Patienten, die eine Chemotherapie vorher bekommen haben oder Patienten, bei denen die Leberfunktion schon etwas eingeschränkt ist, braucht man auch mehr. Ja. Teilweise 40%, teilweise 50%. Das kann man heutzutage auch gut über die Bildgebung auch volumetrieren. Wir messen das richtig in konkreten Zahlen. Und dann kann man mit diesem System arbeiten und sich dann ein Volumen letztendlich dann wünschen oder dann auch erarbeiten, was dann in der Lage ist oder uns in die Lage versetzt, den Patienten zu operieren. Das heißt, man lässt die Leber ein Stück weit wachsen über einen Zeitraum von mehreren Wochen und sagt dann, jetzt sind wir bereit für eine Operation, weil eben genug Volumen da ist. So wäre das. Genau. Und das ist diese sogenannte ALPS-Methode, ist das ALPS, richtig? ALPS ist eine Möglichkeit, das ist ein besonderes Verfahren. Es gibt Portal, also dass man über radiologische Verfahren arbeitet, über Embolisation, dass man das Gefäß radiologisch, also interventionell blockt oder eben embolisiert. Ja. Das ist auch möglich. Das ist auch die häufigste Intervention, die wir machen. Ah, Und in Ausnahmefällen müssen wir es chirurgisch durchführen. Das heißt, ALPS ist ein chirurgisches Verfahren. Ja. Dass man im ersten, sind zwei Eingriffe. Beim ersten Eingriff durchtrennt man die Leber schon mal in den Teil, der entfernt werden soll und kann bei diesem Eingriff auch schon das Gefäß drosseln sozusagen oder absetzen in dem Bereich, den wir entfernen wollen. Ah, okay. Und wie entscheidet man das, ob man das jetzt radiologisch macht oder mit dieser ALPS-Methode? Ja, das ist eine gute Frage, die auch für uns immer schwierig ist. Diskutieren wir immer in unseren Tumorboards. Und primär wollen wir natürlich möglichst wenig Stress für den Patienten. Das heißt also wenig Operation im Grunde. Ja, möglichst Embolisation. Ne? Mhm, klar. Aber Sie als Chirurg sagen natürlich, ALPS-Methode ist auch schön. Ja, ist auch schön, richtig, richtig. Aber es muss schon passen. Ne? Und also eine typische Indikation ist, wenn in dem Leberlappen, den wir erhalten wollen, der auch wachsen muss, aber bereits Tumormaterial vorhanden ist. Ach so. So, das heißt, dann gibt es den Teil, den wir sozusagen, der Zukunftsleberlappen für den Patienten, wenn der schon tumorbelastet ist, dann besteht die Gefahr, dass durch diesen Wachstumsreiz auch die Metastasen oder der Tumor wächst. Ach so. Das heißt, das ist eine Indikation, wo wir auch diesen Lappen, den Zukunftslappen sozusagen tumorfrei machen in der ersten Operation und dann sozusagen das Gefäß zumachen. Ah, das ist so eine klassische Indikation für den ALPS. Ne? Aber sonst, wenn der Leberlappen, der Zukunftslappen tumorfrei ist, machen wir die Embolisation. Okay, und der Eingriff, wie lange dauert der dann für den Patienten? Ist wahrscheinlich individuell. Das ist individuell, aber ist jetzt kein kleiner, auch kein maximal. Also ich sag mal, wenn man eine Zahl hören möchte, so 2 Stunden, 3 Stunden. Dauert das im Schnitt etwa, ne? Ja. Und jetzt wollen wir aber über eine Innovation sprechen, es nur in Barmbek gibt, innerhalb Hamburgs bisher. Ja. Und zwar, Sie haben das mitgebracht, Sie können das leider nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ist ja ein Podcast, sieht sehr, sehr gut aus. Man möchte natürlich trotzdem die Erkrankung nicht haben. Nein. Aber es ist ein buntes Modell, was wir hier sehen. Hm. Ein 3D-Modell der Leber. Hm. Ja. Und was hat es damit auf sich? Ja, Sie sehen das ganz gut. Ne? Das ist sozusagen, ich habe ein Modell mitgebracht von einem Patienten und das ist ein 1:1 so ist die Leber auch. Dessen Leber sieht genau so aus. Ein individuelles Modell. Ist die Grundlage ist es ein CT oder eine MRT-Untersuchung von dem Patienten. Das wird dann aufgearbeitet durch einen Algorithmus und es entsteht ein 3D-Modell von der Leber. Ja. Das gibt es schon im Rechner, haben wir das schon gemacht und man kann auf dem Bildschirm das sehen, hin und her drehen. Man kann Resektionen simulieren, man kann volumetrieren, das ist alles möglich. Aber dieser 3D-Druck ermöglicht nochmal eine bessere Visualisierung für unser Hirn. Okay. Also obwohl wir am Rechner sitzen und auch dieses Modell sehen und uns von allen Seiten irgendwie uns anschauen können, aber ist das nochmal ein richtiger Schritt nach vorne. Dass man das sozusagen in der Hand hat und so nochmal sehen kann. Sie müssen sich vorstellen, ich kann das jetzt auch mit dem Patienten besprechen, auch die Aufklärung. Ich kann das ist absolut nachvollziehbar. Es ist, man sieht das Gefäßsystem, man sieht die Tumore, sind jetzt hier gelb, ne? Das ist korrekt, die sind also sehr deutlich zu sehen. Die Pfortader, ein Hauptgefäß, was die Leber versorgt, ist hier blau gefärbt und man kann genau sehen, wo das Problem steckt. Mhm. Hier ist, man kann das drehen, man kann mit dem Finger drauf zeigen, man kann mit dem Patienten das ideal erklären. Wir haben sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht, auch in dem Gespräch. Jeder Patient ist dankbar, der dieses Modell sieht. Weil es ja sehr komplex ist, wenn man es erklärt, so oder so. Ja. Und das macht es ein bisschen greifbarer jetzt. Ne? Und man kann das natürlich mit Kollegen besprechen, weil lieber Chirurg ist immer ein Team-Approach. Wir sind immer zu mehreren am OP-Tisch und man kann dann auch mit den Kollegen das besprechen. Wenn wir zum Beispiel, hier sehen wir der Tumor, das liegt dicht an diesem großen Hauptast der Lebervene. Da müssen wir, hier sehen wir, es geht, und man kann auch, wenn das dran ist, können wir sehen, wir müssen das ersetzen, muss das interponieren, muss da vielleicht eine Gefäßprothese einsetzen. Und das ist ja jetzt komplett maßstabsgetreu. Maßstabsgetreu. Das ist also jetzt, das stimmt jetzt jeder Millimeter. Jeder Millimeter.
Jeder Millimeter. Mhm. Und wir haben hier, das ist ein Patient, den wir bereits schon operiert haben, war echt wirklich erfolgreich. Ja. Und man kann diese kleinen Metastasen, die Sie hier sehen, die sind teilweise 3 Millimeter groß, die findet man auch dann in der Leber. Dadurch sind wir in der Lage, die Operation mit einer hohen Qualität durchzuführen. Mhm. Und es ist ein Gewinn. Ja, das ist absolut. Seit wann machen Sie das in Bali? Das haben wir jetzt ungefähr seit einem Vierteljahr machen wir das mit dem 3D-Druck. Und mit der Aufarbeitung machen wir schon länger. Da waren wir auch beteiligt bei der Softwareentwicklung. Aber das mit dem 3D-Druck machen wir seit ungefähr einem Vierteljahr. Das heißt jetzt mal ganz laienhaft, dieser Drucker steht bei Ihnen in Bali? Nein. Wie funktioniert das? Wir schicken unseren Scan, also das CT oder die MRT-Daten, schicken wir zu einer Firma, die einen professionellen 3D-Drucker besitzt. Ja. Die Firma ist ausgeschossen an einer Uni. Ja. Und dort gibt es eine Gruppe. Also hier in Hamburg? Nein, nicht in Hamburg. Mhm. Und die kümmert sich um diesen 3D-Druck, fertigt den auch an. Es gibt mehrere Varianten. Man kann hier immer das Parenchym noch einblenden, aber wir sind mit dieser Variante sehr zufrieden. Ja. Und nach 3-4 Tagen bekommen wir dieses Modell. Ach so, schnell. Also das geht schnell. Ein Riesenvorteil, ich kann dieses Modell auch mit in OP nehmen. Ja. Das machen wir. Ja. Man kann dieses Modell auch sterilisieren und mit auf den OP-Tisch legen. Ah, das heißt, wir können dadurch auch sozusagen direkt am Patienten das uns nochmal orientieren. Also es ist wirklich ein wirklicher Fortschritt. Und wer hat zuerst so gearbeitet? Gibt es Kliniken im Ausland, in den USA, woher haben Sie die Idee? Ja, es gibt hier in Deutschland ist die Uni in Mainz sehr aktiv mit dem 3D-Druck und hat auch viel gearbeitet. Ich war früher auch aktiv bei der Softwareentwicklung mit dem Fraunhofer Institut in Bremen, weil eine Software ist die Grundlage, um dieses Modell zu erstellen. Ja, diese Einfärbung, die Farbkodierung, das ist halt Bedarf eines Programms. Was ist das für ein Material jetzt? Das ist ein Kunststoff. Kunststoff. Das ist ein Kunststoff. Mhm. Und also ich bin, obwohl ich mache Leberchirurgie seit vielen, vielen Jahren, wirklich, bin mit Leberchirurgie groß geworden, als junger Assistent in Hannover an der MH. Also Leber ist bei mir, klebt bei mir. Ne? Sie brauchen eigentlich kein Modell, ne? Nein. Aber das will ich gerade sagen. Also trotzdem, obwohl ich Leberchirurgie wirklich seit vielen, vielen Jahren mache und damit groß geworden bin, bei Innovation, mein Mentor Professor Pichmeier hat erste Operationen weltweit durchgeführt und ich konnte als junger Assistent damit teilnehmen, bin ich irgendwie von diesem Organ relativ angefasst bzw. eingenommen worden. Und trotzdem habe ich, als ich das Modell in der Hand hatte, gesagt, einen Kick bekommen. Ja. Es ist doch noch etwas, eine Steigerung. Obwohl ich wirklich die Erfahrung habe, seit vielen, vielen Jahren, hat mir das wirklich nochmal gesagt, okay, das hilft. Das war nochmal, hey, nochmal ein Aha-Effekt, doch, es geht noch was. Und sehen Sie das auch bei den Assistenten, dass das nochmal ein anderer Effekt ist, als wenn man das 3D sieht auf dem Bildschirm? Absolut. Das ist irgendwie, unser Kopf ist so gestrickt. Mhm. Ne? Am Modell kann ich noch mehr machen. Ich kann es anfassen. Ja. Ich kann es drehen. Es wird gedreht und genau. Mhm. Und ich kann auf dem Rechner kann ich jede Sichtweise auch 2D mir darstellen oder 3D letztendlich darstellen. Aber es ist nochmal eine andere Kategorie. Okay. Es kommt unserem Arbeiten, unserem Hirn näher. Okay. Und auch das handwerklich. Ich kann es einfach viel besser umsetzen. Mhm. Das wäre jetzt die Frage, was hat so denn der Patient ja auch von dieser technischen Innovation? Ja, ja. Weil man sagen kann, dass der Eingriff ja noch sicherer, noch präziser geworden ist, durch dieses 3D-Modell. Absolut. Ja. Absolut. Er wird präziser, er wird genauer, er wird sicherer und ich kann auch Patienten operieren, die ich vorher nicht operieren konnte, weil ich eine Chance sehe, zu rekonstruieren. Ich sehe eine Chance, das doch zu resizieren. Also das ist nochmal, also der Patient profitiert davon. Ja. Einmal Sicherheit und bessere Vorbereitung unsererseits. Ja. Und aber auch, wir können mehr Patienten zu einer Operation führen, die wir vorher als nicht operabel eingeschätzt haben. Weil man diese kleinen Metastasen nicht so gesehen hat? Oder was? Ja, oder auch die große, die an den Lebergefäßen sitzt. Hätte man gesagt, ist zu riskant. Zu riskant. Und ich sehe eine Chance, ich kann hier gucken, ich kann das drehen, wenn ich das Gefäß ersetze, ich kann das besser planen, ich kann das ausmessen.
Es ist wirklich aus meiner Sicht ein Gewinn, großer Schritt gewesen. Das, und natürlich, Sie haben schon gesagt, in der Aufklärung hilft es natürlich auch, dass der Patient ein bisschen besser noch versteht, auf was er sich da einlässt. Aber ist das jetzt so, bekommt jetzt jeder Patient bei Ihnen so ein 3D-Modell? Nein, das ist nicht, das ist, glaube ich, nicht notwendig, dass jeder Patient, wir machen, wie gesagt, über 200 Leberresektionen im Jahr, das nicht, aber bei den Komplexen, wo wir gerne noch weitere Unterstützung haben wollen, da machen wir es gerne. Okay, also es ist natürlich nur bei Fällen, wo man sagt, okay, sind sehr viele Metastasen, es liegt vielleicht oder sehr ungünstig. Richtig, mehrere Metastasen oder die Lage zu zentralen Gefäßen. Wenn ein Herd irgendwie in der Peripherie ist, da sind wir auch sonst gut vorbereitet. Da muss man jetzt nicht sagen, wir machen ein Riesenmodell. Nein, richtig. Aber hier ist das wirklich angebracht. Das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel. Ne? Ja. Der Patient hatte auch schon eine Linksresektion. Hier fehlt der linke Lappen fehlt. Ne? Die gut, dass Sie das sagen, das wäre mir natürlich nicht aufgefallen. Hier fehlt der linke Lappen. Das heißt, die Anatomie ist verändert durch den ersten Eingriff. Ne? Mhm. Und den ersten Eingriff haben wir vor 4 Jahren gemacht. Das heißt, es ist nochmal ein Shift in der Anatomie. Ja. Und hier haben wir noch mehr Informationen dadurch. Ne? Und wenn man jetzt diesen konkreten Fall betrachtet, wie geht es diesem Patienten? Ich weiß nicht, ich würde jetzt schätzen, das sind so 8 Metastasen oder so, die man da sieht. Ja. Die konnten Sie alle entfernen. In einer Sitzung ist alles gut gegangen. Wir haben, die Leber ist jetzt tumorfrei, oder für uns tumorfrei, was wir sehen. Also das Sichtbare ist entfernt. Und das in einem Schritt. Und hier unten sehen Sie auch noch einen, die haben wir auch rausbekommen. Ja, genau. Ja, sehr klein. Das ist, der Patient hat profitiert. Das war eine R0-Situation, also eine radikale Operation. Mhm. Der Patient ist jetzt tumorfrei, aus unserer Sicht. Ne? Genau. Und das wäre uns vorher nicht so gelungen. Mhm. Und jetzt hofft man natürlich, dass das anhält. Ja. Er hat wahrscheinlich trotzdem das Risiko eines Rezidivs. Wahrscheinlich muss er auch zur Nachsorge 5 Jahre sowieso. Genau. Das ersetzt das nicht natürlich. Aber wir haben auf alle Fälle seine Prognose verbessert. Ja, okay. Bevor wieder was wächst, kann das dauern. Mhm. Wenn überhaupt. Also er hat eine Chance, dass er vielleicht ganz davon kommt. Ja, hoffentlich, ja. Ne? Und aber hat natürlich eine Chance, wenn wieder was wächst, dass wir wieder was machen. Ne? Ja. Aber auf alle Fälle haben wir ihm jetzt die Prognose erstmal verbessert. Ne? Ja, Wahnsinn. Und es ist für uns auch, Sie haben angesprochen, den Patienten, aber auch Studenten profitieren davon. Unsere Ausbildung profitiert davon. Sie sind ja sehr aktiv, darf man auch an der Stelle nochmal sagen, in der Mediziner-Ausbildung. Ich glaube, Sie vertreten in Hamburg den Rektor, ist korrekt, ne? Und Dekan der Semmelweis-Universität in Budapest, der sehr renommiert und Asklepios kooperiert da bei dem Campus hier in Hamburg. Genau, und was sehen Sie da, dass da auch die Studenten schon da fasziniert sind von dem technischen Fortschritt. Ja. Und wir können auch an diesem Modell allein auch, es häufen sich ja dann Modelle an und verschiedene Indikationen. Und wenn wir 10, 20 Modelle haben, können wir sehr plakativ und sehr gut darstellbar unsere Leberchirurgie den Patienten, den Studenten darstellen. Mhm, also auch für die Lehre oder auch für unsere jungen Studenten oder unsere Mediziner in der Ausbildung, in der Fachweiterbildung. Ja. Ne? Es ist einfach ein ideales Medium. Ja, das ist toll. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend, auch wenn Sie das jetzt nicht sehen können, aber wir zeigen das nochmal auf dem Foto. Ich hab's gerne in der Hand. Ne? Also man spürt das auch kaum, dass Sie so begeistert sind. Nun haben Sie schon gesagt, Sie machen das auch schon einige Jahre. Ja. Was sehen Sie in der Zukunft? Es tut sich ja wahnsinnig viel auf allen Gebieten in der Medizin, was die Forschung angeht. Ja. Was ist in Ihrem Bereich etwas, wo man jetzt vielleicht noch drauf wartet und sagt, das wird nochmal das Fach verändern? Also ich glaube, wichtig ist, dass halt auch die Nachbardisziplinen in der Onkologie Fortschritte machen. Wir haben mehr Kenntnisse über die Genetik der Tumore. Mhm. Das ist ein großer Gewinn in den letzten Jahren. Wir können die Krebserkrankung besser therapieren, systemisch besser therapieren. Das erlaubt uns natürlich auch dann radikaler in der Leber zu operieren, weil wir das ganze systemische Problem damit auch in den Griff bekommen. Wir sehen einen großen Fortschritt, gerade bei den Gallenwegstumoren in der Leber gibt es richtig einen guten Schub nach vorne. Mhm. Also Patienten, die früher eine schlechte Prognose hatten, muss man sagen, kaum angesprochen haben auf Chemotherapie, ist es heutzutage nicht mehr der Fall. Das ist richtig gut. Und dadurch sind wir in der Lage, natürlich dann auch Patienten dann gut zu versorgen, wenn die Vorbehandlung gut läuft, dass der Tumor eventuell kleiner wird. Das ist so aus meiner Sicht eine wichtige Innovation. Technisch-chirurgisch ist es der Roboter. Ja. Der Roboter auch. Den Da Vinci-Roboter, genau. Der ist bei der Prostata, bei den Urologen ja schon weit etabliert. Ja. In der Viszeralchirurgie, beim Ösophagus. Auch Ösophagus-Chirurgie ist heutzutage ein Roboter-Eingriff, Rektum-Roboter. Ja. Und in der Leber wird das kommen.
Und ja, wir machen jetzt seit 3 Jahren haben wir einen Roboter in Barmbek. Seit 3 Jahren operiere ich auch Lebereingriffe mit dem Roboter. Es ist der Hammer. Ja. Das ist, ja. Man muss ja immer sagen, das macht natürlich trotzdem der Operateur. Ja. Es ist ja nicht der Roboter, nein, der dann operiert. Ne? Weil der Hörer denkt immer, das macht der Roboter. Nein. Das stimmt ja nicht, wie eine Spielkonsole. Wir nennen das auch Telemanipulator. Wir bedienen die Arme. Genau. Also es gibt keine Diskette, die man einschiebt und der macht das. Nein, macht's nicht. Ne? Ne? Also wir sitzen an einer Konsole und bewegen die 4 Roboterarme. Ne? Richtig. Und 10-facher Vergrößerung. Deutlich super. Präziser. Präziser. Die Kamera wird vom Roboterarm geführt, wackelt nichts. 10-fache Vergrößerung ist teilweise so, dass wir neue Strukturen wieder oder sehen, die wir vorher gar nicht erkennen konnten. Ich arbeite mit einer 2,5-fach Lupenbrillenvergrößerung sowieso, aber diese 10-fache Vergrößerung war nochmal ein Gewinn. Und man taucht ganz anders ein. Mit dem Roboter geht man an der Kava nach unten, man kann die Leber von unten, von oben ideal einsehen. Die Instrumente sind präzise. Müssen Sie sich vorstellen, wenn man außen an den Roboter, an der Konsole 2 Zentimeter den Arm bewegt, ist es vielleicht innen drin nur 1 oder 2 Millimeter. Genau. Also die Übersetzung. Man kann präziser arbeiten. Mhm. Man kann dieses Verhältnis noch einstellen. Das Zittern wird weggetriggert. Genau. Also es ist wirklich, ich bin davon überzeugt, der Roboter und Da Vinci wird auch in der Visceralchirurgie die Zukunft bestimmen. Und die Möglichkeiten noch gar nicht da sind. 3D-Visualisierung einblenden an der Konsole, darstellen. KI ist gut einsetzbar. Ja, es wird auch verstärkt kommen. Bilderkennungssysteme. Teilweise kann man sogar schon Strukturen, die wir sonst immer nur im Weißbild halt als anatomische Struktur sehen, können teilweise sogar farbmarkiert eingeblendet werden. Also man will trotzdem nicht erkranken, aber es gibt zumindest die gute Nachricht. Es geht voran und man kann auch die Technik hilft uns und ich fand das sowieso immer verwunderlich, dass wir in der Chirurgie so hinterherhinken. Ne? Ja. Man fliegt mit Raketen zum Mond, man steigt aus, man fliegt, kommt zurück. Die Technik hat den Alltag komplett eingenommen. Natürlich, und wir im OP mit Skalpell und Schere waren wir viel hinterher. Aber vielleicht hat man auch lange daran festgehalten, weil man gesagt hat, wir machen eine Form von Handwerk und wir können das. Ich glaube auch, dass Sicherheit, also wir können ja in der Chirurgie, muss es 100%, richtig, wir dürfen nicht experimentieren. Was die Technik, die wir einsetzen, muss funktionieren. Uns werden auch keine 2-3% irgendwie verziehen. Ne? Genau, das geht auch nicht. Insofern muss man hundertprozentig sicher sein, dass es auch eine Verbesserung bringt. Richtig, der Patient braucht 100%. Und das haben wir inzwischen. Mhm. Und ich glaube, da kommen gute Zeiten auf uns zu. Ja, das ist gut. Man spürt auf jeden Fall Ihre Begeisterung. Das ist sehr schön. Was genau tun Sie eigentlich, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Oh, das ist Basteln Sie zu Hause ein Lebermodell? Nein. Ich denke natürlich viel an Leberchirurgie, aber ich entspanne zu Hause viel in der Natur. Mhm. Und zum Ausgleich. Genau. Und habe ein riesen Grundstück, habe einen kleinen Trecker, mit dem ich arbeite. Also was zu tun. Genau. Und letzte Frage, weil man Hobbylandwirt, weil man ja diese Begeisterung spürt. Warum haben Sie sich dann irgendwann gesagt, die Leber ist mein Organ? Also warum Chirurgie und dann aber zu sagen Leber und Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, das macht mir am meisten Freude. Ich bin da reingepurzelt. Ja. Mhm. Also das war nicht bewusst. Mhm. Ich bin relativ jung eingestiegen damals in Hannover an der MAH und es gab dort den Professor Pechenmeier, ein Pionier weltweit für Leberchirurgie, und der hat mich einfach begeistert hat mich einfach mitgenommen, mitgeführt und hat mich seit 25. Lebensjahr bin ich in der Leberchirurgie, ne, und habe dann als junger Mensch auch mit ihm arbeiten können und hat eigentlich die Faszination bei mir geweckt seitdem bin ich in diesem Bereich. Wie heißt das so schön? Der Lehrer entzündet, nicht der Lehrstoff. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben, so anschaulich, und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Jo. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.